Hallo und herzlich willkommen. Einfach mal so. Nochmal. Zu einer Runde Mahjong. Hab einfach mal Bock drauf, weißt du? Deswegen nehmen wir mal Remy, Sakuya. Wer darf noch mitmachen? Yuyuko darf auch noch mitmachen. Und Yomu. Ja. Einmal nochmal so außer Gaudi. Hatte ich nochmal Lust zu. Uiuiui, was sind das? 2, 3, 4. Ja. Norton braucht kein Mensch. Naja. Die neuen kann weg. Ja, erklärt habe ich das Spiel ja schon mal. Dementsprechend sollte das ja kein Ding sein. Nein, das möchte ich nicht. 2, 3 ist natürlich auch schön. Was mache ich denn mit der Hand jetzt? Eigentlich will ich die 3 nicht. Wenn ich so darüber nachdenke. So, ist ja schön. Die 1 will ich auch nicht. Die 9 habe ich schon mal weggeworfen. Ja, es ist jetzt noch eine ganz kurze Runde. Einfach mal so zwischendurch. Als letzte Aufnahme für heute. Hab gerade Pokémon aufgenommen. Und ja. Weg mit der 2. Obwohl, die 2 hätte ich weg. Nee, okay, das war jetzt nicht so klug. Egal. Und dann kann die 2 hier mal weg. Ja, doch. Zenpai, ne? Doch, Zenpai. Bambus 5. Ich brauche die Bambus 5. Wäre voll Knorke. Wenn ich die bekommen könnte. Kann. Yay, Zumo. Riechenstein Kaio. Ne? Doch, eigentlich schon. Kann ausrufen, dann dem zusätzlich gezogenen Stein direkt gewinnen. Ey. Doch, ist doch Riechenstein Kaio, oder? Kann ausrufen. Obwohl, muss das ein geschlossener Kann sein? Dafür, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das ganz cool. Okay, die Hand ist mal nicht so toll. Aber ich habe schon eine Idee. Ja. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, aber ich werde einfach nur hier mitarbeiten. Dann kann ich nämlich auch Sachen ausrufen. Kreise braucht kein Mensch. Ich glaube nicht, dass ich die Hand gewinne, aber wer weiß. Vielleicht klappt es ja. Ich denke nicht, das ist viel zu unwahrscheinlich, zumal ich jede Menge Bambus ziehe und kreise. Auch kein Mensch. Und Yomu ruft Sachen aus, das heißt, ich brauche den hier auch nicht mehr. Oh, na toll. Yomu, Sakuya ruft Sachen aus. Yomu hat Rikishi ausgerufen. Fuck. Nicht so gut. Ui. Oh, Yuyuko, da hast du mal schon reingespielt, wow. Ja, toll. Och nö, was ist, ach nein, was ist das denn schon wieder für eine Hand? Was soll ich damit anfangen? Die Hand ist scheiße. Ja klar, gib mir direkt nochmal die neuen vom Kreis. Was soll ich damit? Gott, ist das eine scheiß Hand. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hiermit anfangen soll. Die Hand ist absolut kacke. Komm, werd den Nordwind mal los. Ist doch Norden, oder? Kann's auch als nächstes den hier loswerden. Den hier kann's auch loswerden. Die 5 brauche ich aber auch nicht, ehrlich gesagt. Das kann auch auf jeden Fall weg. Na. Nein. Ach, die Hand will ich eh nicht mehr. Sind wir mal realistisch hier. Drei, vier, fünf, ja.
Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ja. Gewinn du mal schön, das soll mir recht sein. Oh, die Hand sieht doch schon besser aus, oder? Doch, die Hand sieht eigentlich richtig nice aus. Doch, die gefällt mir, die Hand. Im Grunde genommen. Auch bei die 8 kann ich, da kann ich nichts mehr machen. Und wow, Sakuya dreht auf, Sakuya geht ab. Das finde ich nicht cool, Sakuya. Wird mein ganzen Scheiß hier los, so. Ich konnte noch nichts ausrufen, das gefällt mir nicht. Ich denke nicht, dass dir das bringt, die neuen. Hey, Ricci. Ja, habe ich voll die Auswahl. Du. Jetzt ist es noch Glückssache für mich. Denn ich kann meine Hand eh nicht mehr verändern. Du. Komm schon. No, immerhin. Als einzige Tenpai. Als einziger Tenpai heißt 3000 Punkte für mich. Nordwind braucht kein Mensch. Den Wind brauche ich auch nicht. Welcher auch immer das ist. Ist doch Nord, oder? Theoretisch keine schlechte Hand. Die 8 braucht kein Mensch. Die 1 aber auch nicht. Nein, die 8 brauche ich immer noch nicht. Spiel. Und den auch nicht. Einen weißen Drachen. Mit eiskaltem Blick. Nein. Nicht der, sondern da. Tschi. Ja, genau. 2 ist völlig für den Arsch. Braucht kein Mensch. Die 9 aber auch nicht. Kann ich ausrufen. Sehr schön. Hab ich hier ein Pärchen. Hier noch ein Pärchen. Ist beides relativ nicht so dolle. Wenn ich mir die Abwürfe der Gegner so anschaue, ist es aber unwahrscheinlich, dass ich die 6 bekomme, weil 2 Sechsen sind schon raus. Das heißt, ich werde das hier aufgeben. Weil da bräuchte ich die 6 der Kreise und da sind 2 schon weg. Ist also relativ unwahrscheinlich, dass ich die noch bekomme. 6, 7 ist auch schön. Zweiseitige Option mache ich. Pärchen habe ich ja genug. Ui, ui. Das ist sehr schön. Ja, ich brauche hier die 5 Bambus oder die 8 Bambus. Wobei die 8 Bambus kann ich mir abschminken wahrscheinlich. Da habe ich ja hier schon 3. Ist also höchstens noch eine im Spiel. Ne. Oh, armes Akku, ja. Okay. Das ist nämlich auch meine Hand, ne? Ja. Okay, die 2 kann ich auch nicht gebrauchen. Ja, rufe ich das aus? Ja, doch, komm. Die 5, oh Gott. Oh Gott, was wird das denn? Komm, das ist nur eine einseitige Option. Ja. Ey, ey. Na, verdammt. Hört doch auf, ihr Leute. Nein. Mach ich das? Ist das sinnvoll? Ich überlege gerade, ich glaube, das ist nicht mehr sinnvoll, oder? Nein, eigentlich gar nicht. Ey, 7, 8, sehr schön. Nein! Na gut, nur ein bisschen in der Hand gespielt. Ego. Die Hand ist jetzt auch schon da. Faszinierend. Doch, das kann ich ruhig machen. Ach ja, schön Musik. Das war dumm. Es war doof, die 4 abzulegen. Wow. Man sollte auch aufpassen, was man macht. Nein, das will ich nicht.
So. Dann sieht meine Hand doch eigentlich schon ganz gut aus. Ich habe hier die drei, ich habe hier die drei, ich habe hier ein Pärchen. Vier Bambus wäre nett. Vier oder sieben Bambus. Oder nochmal die sechs, das geht auch. Yay. Das sind nur 1000 Punkte, aber ey. Immerhin. Was ist dieses komische Ding genau? Oh, und zwei grüne Drachen. Nett, nett, nett. Oh, schöne Musik. Schöne Musik. 2, 5, 6, 7. Die bringt mir eigentlich nichts. Wenn ich mal darüber nachdenke. Die ist aber eigentlich auch nicht. Okay, dann haben wir schon mal die drei. Märchen. Ja, ich gebe das hier auf, weil hier ist immer noch ein Dora dabei. Das kann man machen und dann das ablegen. Bon, ich auch. Pärchen habe ich ja noch. Sechs. Ich brauche jetzt die sechs davon. Oh, kann. Ja, die sechs. Ja. Die brauche ich. Dann gewinne ich. Mal schauen, ob ich die bekomme. Wie sieht sonst denn überhaupt aus? Hier mit den Abwürfen. Ja, sehr unwahrscheinlich, dass ich die bekomme. Fällt mir auf. Yuko hat drei Stück davon. Egal. Auch wenn ich die Runde nicht gewinne, kriege ich trotzdem 3000 Punkte wegen Senpai. So. Jetzt rufe ich direkt mal aus. Dann muss ich hier die Dinger nochmal loswerden. Na, ich brauche auch gerne Honorsteine hier. Und die 1 auch nicht. Die 6 ist schon besser. Nein, der 9 kann ich nichts tun. Du, die Hand führt im Moment noch zu nicht viel. Wie? Ja, das kann ich machen. Jetzt führt die Hand aber zu ein bisschen was. Einigermaßen. Riecht nicht gut. Dahin. Du Sau. Dann halt das. Ich habe kein Pärchen. Verdammt. Hey, ich habe ein Pärchen. Okay. Das ist die bessere Option, weil zweiseitig, da 6 und dann die 3. Komm schon. 6 oder 3 der Kreise? Nein. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Hand? Die 9 kann weg. Erstmal gucken, was kann ich denn... 7, 8, 9... Ja, dann kann die 4 da weg. Das sollte ich jetzt nicht tun. Ui! Sehr schön. Das ist sogar eine ganz gute Hand, oder? Na, ein Dora habe ich immerhin. Also ganz wertlos ist die Hand nicht. So. Und ja, bleibt dabei ein Dora. Oh, wie viele Runden sind es eigentlich noch? Ich führe hier schön mit 43.000 Punkten. Die 9 kann weg. Die 9 kann auch weg. Och, Yuko. Lass das doch. Irgendwie ergeben meine Abwürfe gerade keinen Sinn. Generell ergibt das, was ich hier mache, gerade wenig Sinn. Fällt mir aber auch jetzt auf. Du. Ich muss meine Hand mal ein bisschen beschleunigen. 4, 3, 4, 5, 6. Dann sollte ich
Das ist Garten Dora, das heißt, die sollte ich behalten, deswegen werde ich die 3 wegtun. Damit decken die Yukos Hand spielen. Was auch völlig irrelevant ist. Oh, arme Sakura. Ja. Yay, 62.000 Punkte. Ja. Soll es auch gewesen sein. Ich hatte einfach nur mal Lust nochmal auf eine Runde. Von dem Spiel. Dieses Spiel kann ich nämlich tatsächlich gewinnen. Irgendwie. Ganz im Gegensatz zu den komischen anderen Rijin Mahjong Spielen, die ich so auf dem Rechner habe. Ich will noch 2 andere, aber irgendwie ist meine Gewinnquote hier in dem Spiel am höchsten. Wie auch immer. Ich werde jetzt gemütlich was zu Abend essen und wir sehen uns dann ein andermal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.